Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von dem Brettspieltester, mit dabei wie immer und Michaela. Christian. Und diesmal haben wir das Spiel Tiwanaku hier ausgebreitet und in diesem Spiel haben wir nichts anderes vor, als uns mit Pachamama, und zwar der Mutter Erde, wollen wir uns Gut hier einen, stellen. ich wollte gerade sagen, einen Fight auf Leben und Tod liefern. Mal gucken, wer stärker ist, die Erde oder wir. Und wir starten erstmal mit den Rahmendaten. Tiwanaku ist ein Spiel für 1 bis 4 Spieler ab 14 Jahren. Die Spieldauer wird auf der Verpackung mit 60 Minuten angegeben. Der Autor ist Olivier Grégoire, ist bei Sit Down erschienen. Der Vertrieb der deutschsprachigen Ausgabe erfolgt durch Huch und kostet, ich habe mal online reingeschaut, um die 50 Euro. Und wie Christian schon gesagt hat, hast du es schon gesagt? Ich Habe ich weiß schon es gar gesagt. nicht Das ist schon so mehr. lange her, Ja, ne? das Spielmaterial hier einmal schon mal ausgebreitet. Wenn ihr spielt, müsst ihr euch zunächst erstmal entscheiden, ob ihr das kurze oder lange Spiel spielen wollt. Das lange Spiel, das wäre diese Seite. Da habt ihr insgesamt 45 Felder, also ein Raster mit 5 mal 9 Feldern. Wenn ihr das kurze Spiel spielen wollt, dann nehmt ihr die Spielplanrückseite. Dann habt ihr einmal ein Raster mit 5 mal 5 Feldern, also insgesamt 45 Felder. Und dann habt ihr die Vielfaltstafel hier auf dieser Seite. Für das lange Spiel, was wir euch jetzt hier einmal zeigen, da gibt es eine extra Vielfaltstafel, die haben wir jetzt hier einmal dann links angelegt. Jeder bekommt schon mal seine, ich kann den Namen leider nicht aussprechen, deswegen nenne ich es Miepel. einfach mal seine Figuren. Und im Spiel zu zweit bekommt jeder 5 Figuren, im Spiel zu dritt jeder Quechua. 4 und im Spiel zu viert bekommt jeder 3 Figuren. Quechua. Jeder bekommt Figuren. auch eine Punktescheibe. Das sind diese hier in seiner Farbe. Ich bin jetzt weiß, Christian ist blau und legt die hier schon mal auf das Feld 10 der umlaufenden Punkteleiste hier auf dieser Ah, wir haben eine Vielfaltstafel. Kramer-Kiesling-Leiste. Genau, dann haben wir jeweils Vielfaltscheiben, das sind diese kleineren Scheiben hier. Und wir haben hier auf der Vielfaltsleiste jeweils 4 Spalten für die verschiedenen Bodenarten, die wir entdecken können: Sand, Erde, Gras und Gebirge. Und jeder legt seine Vielfaltscheibe hier schon auf das unterste Feld jeder Spalte. Dann haben wir noch im allgemeinen Vorrat die Gabenmarker. Es gibt 5 verschiedene Pflanzen nachher und ihr legt immer so viel Gabenmarker bereit, wie Spieler am Spiel teilnehmen. Also von jeder Gabenmarkerart im Spiel zu zweit dann 2 Spieler. Kannst du es dreimal schnell hintereinander sagen? Nein, das kann ich Gabenmarker. nicht. Dann haben wir hier das Pachamama-Rad. Da gibt es einmal das sogenannte Entdeckungsfenster, das ist dieses Ist da ein hier. R drin? Ich dachte, das Und heißt es gibt das Pachamama-Rad. Pachamama. Ein Ra ein Und R es fürs gibt Rad. das Weissagungsfenster. Das ist schön, dass du immer sagst, ich quatsch dir dazwischen, du quatschst mir ständig dazwischen. Nur heute. Nur heute. Die beiden Fenster von diesem Weil wir Pachamama-Rad, nachher nicht so viel die reden werden, muss schließt ich jetzt ihr. so mein Also, Quantum du musst jetzt erfüllen. schon mal dein Schießpulver verschießen. Genau, die beiden Fenster schließt ihr, ganz wichtig. Ihr habt hier auch noch Aufkleber mit dabei, wenn das Spiel mal oder wenn es euch halt schwer fällt, diese Farben von den Spielfiguren auseinanderzuhalten, Vor könnt allen Dingen ihr von den halt auch Markern das, halt, ne? ja, von den Markern und von den Ja, Spielfiguren. aber vor allen Dingen Dann von den könnt Markern. ihr diese Aufkleber benutzen, um die Figuren und auch die Marker zu bekleben. Das war jetzt bei uns nicht der Fall, von daher haben wir die Aufkleber nicht gebraucht. Und es gibt dann auch noch Sichtschirme im Spiel, die werden für das kooperative Spiel benötigt. Ja, man kann es aber auch beim kompetitiven Spiel benutzen. Warum, erklären wir euch nachher noch. Und dann war hier auch noch eine Ratung mit dabei. Es hatten sich nämlich leider bei 4 Szenarioscheiben hatten sich Fehler eingeschlichen und deswegen waren hier die 4 Ersatzscheiben drin. Das haben wir aber schon einmal ausgetauscht. Ihr habt hier die ganzen Szenarioscheiben. Es gibt insgesamt 20 verschiedene Szenarien, die ihr spielen könnt. Wichtig, wir haben hier nur die Vorderseite. Ihr dürft euch auch immer nur die Vorderseite anschauen, weil auf der Rückseite ist dann jeweils die Lösung. Und es gibt halt 15 Scheiben für den großen Spielplan und 5 Scheiben für den kleinen Spielplan. Und ich habe Ah, ich jetzt hier hab's schon gesehen, mal, ich hab's gesehen. ja, das war bei der kleinen und den spielen Ach wir ja so, nicht, spielen von wir ja der ist gar nicht so nicht, okay. schlimm. Genau. So, und auf dieser Spielplanscheibe steht jetzt einmal drauf, wie ihr das aufbauen müsst. Und zwar seht ihr hier oben einmal, wie viel von den Landschaftsplättchen jeweils nehmen müsst. Wir haben jetzt hier 13 mal Wüste, 10 mal Erde, 10 mal Gras und 10 mal Gebirge. Das haben wir hier oben schon mal auf die Vielfalttafel gelegt. Und jetzt müsst ihr hier den Spielaufbau auch noch so machen, wie es hier angedruckt ist. Das heißt, ich nehme hier oben mein Grasland, das kommt hier hin. Und auf dieses Bodenplättchen, wir haben hier oben nämlich auch noch, die können wir jetzt schon mal hier hinplatzieren, die hatte ich da noch nicht hingelegt, weil ich ja noch die Rückseite euch zeigen wollte von dem Spielplan mit dem kleineren Plan. Das sind die Pflanzenplättchen, die werden einfach hier in ihre Stapel sortiert und auf die dafür vorgesehenen Felder gelegt.
Und auf jedes Bodenplättchen kommt dann auch das vorgesehene Pflanzenplättchen, wie es hier im Spielaufbau vorgesehen ist. Und so baut ihr jetzt erstmal den Spielplan auf. Wichtig, da keine Fehler machen, denn wenn ihr da einen Fehler macht, dann funktioniert das Dann ganze ist Spiel Sub. nicht. Man möchte jetzt den Aufbauer natürlich nicht unter Druck setzen, aber es ist halt so, wenn man da einen Fehler macht und wenn ich nebenbei quatsche und dann noch Was hast aufbaue, du? ich hoffe, ich mache dann nebenbei keinen Fehler. Wir gucken gleich noch mal einmal ganz kurz drüber, ob wir alles richtig gemacht haben. Da hinten muss noch einmal eine 1 drauf. Genau. Genau, wenn ihr das gemacht habt, dann nehmt ihr euch das Pachamama-Rad. Und die Fenster, wie gesagt, müssen geschlossen sein. Und jetzt müsst ihr das da so einschieben. Am besten dreht ihr das um. Da müsst ihr auch ein bisschen gucken, weil da habe ich beim ersten Mal auch, es gibt hier nämlich noch so eine andere Öffnung. Hier lässt sich nämlich ein Teil bei uns zumindest so ein bisschen verschieben. Und bei uns war die eine Öffnung erst hier hinten, aber da habe ich immer erfolglos versucht, dieses Plättchen, also diese Scheiße. Landschaftstafel reinzuschieben. Ihr müsst sie hier ganz außen reinschieben. Ich mache das jetzt mal nicht so hoch, damit Christian nicht die Lösung sieht. Halt die Augen zu. Du hältst die Augen zu. Jetzt habe ich es doch schon wieder in das Falsche gesteckt, siehst du? Weil das nämlich immer, das muss nämlich ins ganz Äußere. Hier ist nämlich noch so nicht zwischen die zweite und die dritte Scheibe, sondern zwischen die erste und die zweite Öffnung quasi. Das habe ich nämlich von Anfang an falsch gemacht, immer. So, und jetzt seht ihr hier in der Mitte so eine Öffnung. Dann müsst ihr das so hindrehen, dass in der Mitte die Öffnung offen ist. Und jetzt habt ihr hier nämlich, ich sag mal, ein Teil, was man dann letztendlich da durchsteckt. Zack, und dann kann man das hier festdrehen. Auch da vorsichtig, das ist zum Drehen. Beim allerersten Mal wollte ich das nämlich rausnehmen. Das ist aber ein Drehverschluss. Und Das ist ein dann, Gewinde, kein Drehverschluss. was habe ich? Drehverschluss. Ach, ist doch egal. Genau, soweit dann erstmal zum Spielaufbau. Wichtig, die Fenster zulassen, weil Auch sonst das. sehen wir jetzt die Lösung. Und die Platte natürlich richtig rum reinschieben. Ihr habt schon gesehen, die braune Seite, also die Rückseite, schiebt ihr so rein. Die Vorderseite, die Lösungsseite, ist dann immer zu den Fenstern Die zeigend hat dann hier Rot eingelegt. drumrum. Genau, die ist hier oben dann rot. Genau. Dann kommen wir jetzt mal zum Spielablauf im Überblick. Was machen wir hier? Es ist ein Deduktionsspiel oder man kann auch sagen, so ein Knobelspiel. Letztendlich, wenn man am Zug ist, macht man immer genau eine Aktion. Entweder man erkundet oder man macht eine Weissagung. Beim Erkunden ist es so, da geht immer erstmal eine Bewegungsaktion mit voraus. Man bewegt entweder eine seiner Figuren, die man hier schon auf dem Spielplan hat, oder man bringt eine Figur, die man noch in seinem Vorrat hat, auf dem Spielplan. Dafür gibt es bestimmte Regeln, die erklären wir euch noch. Und wenn man dann am Ende seiner Erkundungsaktion auf einem leeren Feld steht, also ein Feld, wo noch kein Bodenplättchen drauf ist, das sind die Bodenplättchen, das sind die Pflanzenplättchen, dann wird jetzt hier erkundet, was für ein Boden da dann erscheinen wird. Und da stellt man einfach die Koordinaten ein. Das heißt, hier oben, ihr seht hier einmal die Elemente, die stellt ihr hier oben ein. Das ist das Rote hier. Das heißt, ich würde jetzt in dem Fall hier dann Feuer einstellen, hier oben. Und dann gucke ich hier unten, da sind die Tiere, das ist die Schildkröte. Hier unten würde ich dann entsprechend die Schildkröte dann einstellen. Und dann würde ich ganz wichtig das Entdeckungsfenster aufmachen, weil das ist das Entdeckungsfenster und das ist das Fenster für die Weissagung. Und dann würde hier das Bodenplättchen hingelegt werden. Wenn man Bodenplättchen entdeckt, dann bekommt man dafür auch Punkte. Auch das erzählen wir euch noch, wie das dann funktioniert. Und die Bodenplättchen sind dann natürlich für alle ersichtbar, weil so wird letztendlich der Spielplan hier erstmal mit den Bodenplättchen vollgepuzzelt. Was man auch machen kann in der Erkundungsaktion, manchmal geht es auch gar nicht anders, man kann auch einfach seine Figuren wieder vom Spielplan runternehmen. Manchmal, wie gesagt, geht gar nicht anders und das ist dann komplett die Aktion. Genau, man darf nur orthogonal laufen, also nur waagerecht und senkrecht, niemals diagonal. Und was man auch machen darf, angenommen, ich hätte jetzt eine Situation, dass ich hier jetzt schon einen von meiner Kike, ich kann selber Figuren. ich kann mein Südamerikanisch ist ein bisschen eingerostet, die würde jetzt hier liegen, dann habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich könnte, wenn ich jetzt vom Rand wieder marschiere, könnte ich hier hingehen und noch einen Schritt weiter. Oder aber ich kann auch Felder, wo ich selber drauf stehe, auch überqueren quasi. Und nach der Überquerung kann ich auch, oder wenn ich auf so einem Plättchen bin, darf ich auch die Richtung wechseln. Also angenommen, ich gehe jetzt hier, muss ich nicht geradeaus, sondern ich kann auch nach links oder nach rechts abbiegen, wenn ich möchte. Und irgendwas wollte ich gerade noch sagen, ich habe es jetzt gerade wieder Also die vergessen. Bewegung halt wollte ich sonst nachher ein bisschen genauer dann Okay, erklären. dann Ich machen wollte wir es das erstmal nachher nur im nochmal. Überblick dann machen. Okay. Und als zweite Aktion kann man halt auch noch Weissagen. Weissagen bedeutet, deswegen hättest du das Plättchen ja gerne einmal liegen lassen können. Beim Weissagen ist es so, sagen wir jetzt mal, Christian hat in seinem ersten Spielzug dieses Plättchen hier erkundet.
Und jetzt macht er in seinem nächsten Spielzug, wenn er wieder dran ist, weil man darf ja immer nur eine dieser beiden Aktionen machen, entweder erkunden oder weissagen, dann macht er in seinem nächsten Spielzug die Aktion weissagen. Beim Weissagen möchte man eigentlich vorhersagen, welches Pflanzenplättchen auf diesem Bodenplättchen dann vorkommt letztendlich. Dafür gibt es dann Punkte, kann Plus- oder Minuspunkte geben. Wenn man es richtig sagt, bekommt man die Pluspunkte des entsprechenden Pflanzenplättchens entsprechender Stufe. Das wäre jetzt hier Stufe 5, würde 5 Punkte bringen. Wenn man es falsch vorhersagt, sagen wir mal, Christian sagt dieses Plättchen Ich? vorher und es kauft aber dieses Plättchen da auf, es wird, ja, es geht nicht, das können wir nicht Nur das machen. Dreier. Genau, nehmen wir das Dreier. Warum das nicht sein kann, sagen wir nachher nochmal. Wenn das da auftauchen würde in dem Moment, es wird dann noch hingelegt, egal ob die Weissagung richtig oder falsch ist, dann würde Christian die Punkte des Plättchen als Minuspunkte dann bekommen. So, und am Ende der Aktion erkunden oder bei einer erfolgreich gemachten Weissagung kann man immer noch, ich sag mal, Pachamama eine Gabe darbringen. Ein Opfer, Ein Opfer, ein genau. Wenn man Blutopfer. nämlich erfolgreich weissagt hat, bekommt man auch noch den entsprechenden Gabenmarker, der zu diesem Pflanzenplättchen gehört. Man kann von jedem Gabenmarker maximal einen haben. Deswegen ist hier am Spiel zu Spielbeginn auch von jedem Gabenmarker für jeden Spieler nur einer hingelegt worden. Und dann seht ihr hier auf dem Spielplan, für wie viel Gabenmarker ich wie viele Punkte bekommen würde. Für ein 0, für 2 ein, für 4 verschiedene schon 6 und für 5 verschiedene schon 10. Und ich werde hier ja immer nur verschiedene Liegen haben, verschiedene Gabenmarker, weil ich von jedem Gabenmarker maximal ein Liegen habe. Genau, soweit erstmal nur grob der Überblick. Wie gesagt, zwei Aktionsmöglichkeiten hat man. Eine davon macht man, entweder erkunden oder weissagen. Und so versuchen wir halt hier rauszufinden, wo welche Plättchen hinkommen. Es gibt auch noch bestimmte Regeln und die erklären wir euch jetzt gleich im Detail, wenn wir das Spiel einfach mal starten. Spielende vielleicht noch? Genau, Spielende können wir auch noch kurz erklären. Wir spielen so lange, bis der Plan hier vollständig mit Bodenplättchen bedeckt ist. Das heißt, tun wir jetzt mal so, Christian ist hier hingegangen, das war das letzte freie Feld, alle anderen Felder sind schon mit Bodenplättchen entsprechend bedeckt. Dann entdeckt Christian dieses Feld, ich tun wir jetzt einfach mal so. Das heißt, wir haben jetzt den Spielplan vollständig bedeckt. Das heißt, dann wird Christian seinen Spielzug noch komplett zu Ende ausführen. Danach kann jeder, beginnt mit dem Spieler, der das Spiel zu Ende gebracht hat oder der das Spielende ausgelöst hat, jeweils noch reihum eine Weissagung machen. Und das geht so lange reihum mit den Weissagungen, bis man entweder passt und keine Weissagung mehr machen möchte oder vielleicht ungewollt passen muss, weil man eine falsche Weissagung gemacht hat. Für die Weissagung, die man dann so noch macht, bekommt man auch noch genauso Punkte, wie man im Verlauf des Spiels für die Weissagung bekommt. Und am Ende gewinnt dann der Spieler, der die meisten Punkte dann hat machen können. Beziehungsweise bei einem Gleichstand guckt man dann, wer hier auf diesen, ich sag mal, unterschiedlichen Geländefaden hier dann mit den Scheiben am meisten Schritte gemacht hat. Okay, bevor wir dann mit dem eigentlichen Spiel starten, wie es so schön in der Regel steht, man muss erstmal Pachamama verstehen. Es gibt bestimmte Regeln hier in diesem Spiel. Und zwar, wir haben ja hier die verschiedenen Bodenplättchen und Bodenplättchen bilden auf dem Spielplan Regionen. Eine Region ist immer eine Gruppe aus ein bis fünf Bodenplättchen der gleichen Art, die original, orthogonal benachbart zueinander sind. Wir können einmal ganz kurz hier, das ist jetzt eine Grasregion hier, wir tun mal so, das ist eine Viererregion. Das heißt, es sind jetzt vier Plättchen der gleichen Art, die zueinander benachbart sind. Regionen jetzt zum Beispiel hier eine Größe von vier, die können aber auch eine unterschiedliche Form haben. Das kann so aussehen, die Viererregion, die kann so aussehen, die Viererregion, die kann auch so aussehen. Also sie kann verschiedene Formen letztendlich haben, aber die Plättchen sind immer orthogonal benachbart zueinander. Was nicht geht, ist, dass zwei Regionen oder zwei Regionen der gleichen Bodenart dürfen niemals benachbart zueinander sein, weder orthogonal noch diagonal. Das funktioniert nicht. Also man könnte jetzt nicht sagen, das ist eine Region, das ist eine Region, das geht nicht. Da muss mindestens einer dazwischen sein. Genau, und diagonal würde auch nicht gehen, sodass jetzt hier die nächste Region anfangen würde. Das geht auch nicht. Das heißt, da muss auch diagonal geht nicht. Da muss immer wenigstens einmal was dazwischen sein. So, Regionen, ach, wir können das nochmal ganz kurz liegen lassen, die Viererregion. Wenn da also Pflanzenplättchen in dieser Region, müssen alle verschieden sein und sie passen zur Größe der Region. Das heißt, wenn wir jetzt hier so eine Viererregion haben, das geht nicht, weil Das ist das ein ist ein, Fünfer, das genau. dürfte da nicht rein. Das heißt, wenn man so die Ausgangslage hat, muss das hier, wenn man weiß, das ist nur eine Viererregion, muss es zwingend eine 2 sein. Genau. 4, 3, 2, 1. Genau, weil die Pflanzenplättchen innerhalb der Region müssen, wie gesagt, alle verschieden sein. Sie müssen immer zur Größe der Region passen und jedes Pflanzenplättchen kommt in jeder Region
Region maximal einmal dann vor. Genau, was auch nicht geht, das kommt jetzt zu den Pflanzenregeln. Zwei identische Pflanzenplättchen der gleichen Art dürfen niemals orthogonal oder diagonal zueinander benachbart liegen. Die Bodenart, auf der sie liegen, spielt dabei keine Rolle. Es ist einfach eine generelle Regel, dass Pflanzenplättchen der gleichen Art niemals orthogonal oder diagonal zueinander benachbart sein dürfen. Genau, das sind so die wichtigen Sachen. Man muss sich also merken, eine Region hat immer eine bestimmte Größe. Wir können jetzt hier schon schätzen, das muss mindestens eine Viererregion sein, weil da ja immer Pflanzenplättchen drauf liegen, die der Größe der Region entsprechen. Das hier muss mindestens eine Fünferregion sein letztendlich. Hier wissen wir es noch nicht, hier sind Einerplättchen drauf. Das könnte eine Einerregion sein, aber es könnte sich letztendlich nachher auch noch als größere Region erweisen. Das könnte, nee, das muss ja schon. Man sieht, die beiden sind diagonal nebeneinander, das heißt, die gehören zu einer Region. Ja, genau. Also werden die irgendwie noch orthogonal miteinander verbunden. Genau, weil wir hatten ja gesagt, dass zwei Regionen der gleichen Art niemals benachbart zueinander sein dürfen, auch nicht diagonal, von daher muss das hier irgendwie zusammengehören. Genau, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Wer soll anfangen? Komm du gerne an. Gut, dann fange ich mal an. Ich habe ja noch keine Spielfigur auf dem Feld. Man hat ja immer die Auswahl. Man muss in seinem Zug entweder erkunden oder weissagen. Bei mir geht jetzt nur erkunden. Das heißt, ich möchte jetzt einen meiner Miepel, die ich jetzt hier habe, auf den Spielplan bringen. Wenn man seine Miepel von außen auf den Spielplan bringt, dann darf man sie auf ein beliebiges Randfeld setzen. Ausnahme, man darf seine Figuren niemals auf Felder setzen, wo andere Spielfiguren drauf sitzen. Und das andere mit der Bewegung hat Christian vorhin schon so ein bisschen erklärt, da kommen wir aber gleich nochmal zu. Das heißt, ich wähle mir jetzt hier erstmal ein Feld aus. Auch hier sieht man, das ist Erde, ein Dreier Pflanze drauf. Das heißt, das muss hier irgendwie zusammenwachsen. Und ich gehe jetzt einfach mal als Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich gehe hier drauf. Beim Erkunden mache ich ja erst eine Bewegung. Wenn ich auf ein Feld komme, auf dem ein Pflanzenplättchen liegt, darf ich weiterziehen. Und das ist auch beliebig weiter erweiterbar. Das heißt, ich darf weiterziehen. Wenn jetzt hier noch weitere Plättchen, also Bodenplättchen mit Pflanzenplättchen liegen würden, darf ich immer weiterziehen. Ich darf aber niemals über fremde Figuren hinwegziehen, aber über eigene Figuren dürfte ich schon hinwegziehen. Sobald ich aber ein Feld erreiche, was dann leer ist oder wo nur ein, ich tue jetzt mal so, wo nur ein Bodenplättchen drauf liegt, dann muss ich da sofort stoppen und auf jedem Feld darf maximal eine Figur liegen. Das heißt, ich kann jetzt hier reingehen, ich hätte auch hier reingehen können, dann müsste ich aber hier stoppen. Ich gehe jetzt mal hier rein und darf jetzt hier drüber hinwegziehen, lande dort. Dann habe ich hier oben als Element einmal die Wolke, das heißt, die stelle ich einmal hier oben ein bei mir. Bei dem Pfeil die Wolke und hier am Rand ist die Schildkröte und wichtig, ich entdecke, ich erkunde, dann mache ich das einmal auf und oh Wunder, dann seht ihr jetzt hier, ich habe Erde entdeckt. So, dann bleibe ich jetzt auf dem Feld stehen, das wird zugemacht und es rutscht man hier auf der Vielfaltsleiste auf der entsprechenden Bodenart mit seiner Scheibe ein Feld nach oben. Ich habe jetzt ja einmal Erde entdeckt und jetzt schaut man auf der gleichen Höhe, wie viele Scheiben von mir sind jetzt auf dieser Höhe, so viele Punkte würde ich bekommen. Ich habe jetzt hier nur einen. Würde jetzt hier schon zum Beispiel dieser Marker schon da liegen, würde ich in dem Moment zwei Punkte bekommen. Ich bekomme jetzt aber erstmal nur einen Punkt. Das war schon mein erster Zug und Christian ist dran. Jo, ich gehe vom Rand aus hier rein. Das heißt, ich brauche da oben einmal diesen Stern oder was das ist. Die Sonne, würde ich sagen. Ne? Sonne. Dann jetzt eher gesagt, das ist eine Sonne. Sonne. Und ich bin hier, das heißt, ich muss diesen Vogel da nehmen. Mhm. Und oh Wunder, auch ich habe Erde. Okay, du legst da schon mal Erde hin. Ich mache für Christian hier schon mal die Vielfaltsleiste hoch. Und auch er hat jetzt hier auf dieser Stufe nur eine Scheibe. Von daher bekommt er nur einen Punkt. Dann machen wir das wieder zu. So, um euch jetzt nochmal die Bewegungsregel zu erklären. Jetzt bin ich ja wieder dran. Jetzt könnte ich beim Erkunden entscheiden. Entweder ich nehme eine Figur, die schon auf dem Spielplan ist und bewege die Regel konform. Das heißt, ich könnte sie entweder hierhin bewegen oder hierhin, weil man darf die Figur ja nur orthogonal bewegen. Das hatte Christian ja vorhin schon mal gesagt. Ich könnte jetzt aber auch hier lang wandern. Ich darf ja, wenn ich über Felder hinwegziehe oder auf Felder komme, wo ein Pflanzenplättchen ist, darf ich ja weiterziehen. In dem Moment dürfte ich sogar die Richtung ändern und jetzt hierhin oder hierhin gehen. Ich kann mich jetzt aber auch entscheiden, noch eine weitere Figur von mir einfach ins Spiel zu bringen. Das mache ich jetzt einfach mal. Die muss dann ja auf ein freies Randfeld eingesetzt werden. Hier darf ich sie halt nicht ins Spiel bringen. Da dürfte ich auch nicht drüber hinwegziehen. Das heißt, ich darf weder auf Felder gehen, wo fremde Figuren stehen, noch auf den Feldern über die Felder hinwegziehen. Das darf ich nicht. Ich könnte aber zum Beispiel hier reingehen, wenn ich wollte. Ich gehe aber jetzt mal hier rein. Du bist auf meiner Seite.
Wo ist das denn deine Seite? Hallo? Gibt das mein hier? Tanzbereich, dein Tanzbereich? Nein, wir sind hier nicht bei einem Film, den bestimmt viele kennen. So, wir haben einmal das Element Wasser, das ist hier. Und dann habe ich da einmal den Gecko, das stelle ich hier unten ein entsprechend. Dann mache ich wieder das Erkundungsfenster auf und ich habe Grasland gefunden. So, dann komme ich jetzt hier bei Grasland ein höher. Und jetzt habe ich halt auf dieser Stufe, wo ich mit dieser Scheibe lande, habe ich jetzt zwei Scheiben, also bekomme ich jetzt zwei Punkte. Wichtig, Fenster wieder schließen. Dann noch mal ganz kurz zur Bewegungsaktion, wenn man die Aktion erkunden macht. Man macht ja erstmal dann eine Bewegungsphase. Das heißt, die Figur darf sich orthogonal bewegen. Wenn ich dabei ein Bodenplättchen mit einem Pflanzenplättchen oder mit einer Figur von mir dann betrete, dann darf sich die Figur weiter bewegen in die eigene Figur. Und zwar darf sie dann dabei auch die Richtung ändern. Und das darf man unbegrenzt machen, solange man halt über Felder mit Pflanzenplättchen hinwegziehen kann und über Felder mit der eigenen Spielfigur drauf. Man darf generell keine Felder betreten, auf denen sich eine andere Figur befindet. Und am Ende des Zuges darf sich auf jedem Feld auch maximal eine Figur befinden. Sobald meine Figur jetzt ein Feld ohne Pflanzenplättchen betritt, das heißt jetzt zum Beispiel, wir tun mal so, hier wäre vielleicht noch Erde, sobald sie also dieses Feld hier betritt, darf sie nicht mehr weiterziehen oder halt, upsala, was auch ist, wenn sie ein leeres Feld betritt, dann muss sie dort stehen bleiben und ihre Bewegung beenden letztendlich. Genau, und das erstmal nochmal so weit zur Ergänzung zur Bewegung. Gut, dann mache ich mal weiter. Ich marschiere vom Rand aus einmal hier rein. Das heißt, ich habe hier einmal Gebirge. Den Berg da rumstehen. Genau, das heißt Berg, Berg, Berg. Einmal so und ich habe hier wieder den Vogel und es ist Gebirge. Gebirge. Das heißt, du kommst bei Gebirge ein hoch und Christian hat jetzt hier auch bei Gebirge dann zwei Scheiben auf der gleichen, oder nicht bei Gebirge, sondern hat zwei Scheiben auf der gleichen Stufe und bekommt dafür zwei Punkte. So, und ich überlege gerade mal, ich mache einfach mal, ich könnte jetzt ja wie gesagt den hier bewegen oder den hier bewegen. Mit dem könnte ich jetzt zum Beispiel hier, da würde ich aber ein Feld mit einem Pflanzenplättchen wegziehen, könnte ich sogar dahin gehen. Ich möchte mal gucken, was hier unten so los ist. Ich gehe mal da rein, das heißt, ich gehe vom Spielfeldrand rein. Das ist einmal der Stern, den stelle ich einmal hier oben ein. Das ist ja das rote Symbol. Und das ist einmal der Adler, das ist das hier. Dann mache ich einmal das Entdeckungsfenster auf und das ist einmal Sand. Das heißt, ich komme jetzt hier bei Sand einmal hoch und jetzt habe ich hier drei Scheiben auf der gleichen Höhe. Das heißt, ich bekomme dafür einmal drei Punkte. Sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. So, ich gehe einmal hier rein. Da habe ich einmal. Also Christian ist jetzt hier reingegangen, weil mich überspringen darf er ja nicht. Er darf ja nicht über meine Figur hinwegziehen. Und einmal Lama, dann schaue ich nach und es ist Grasland. So, das heißt bei Gras wieder ein hoch. Und dann habe ich auch drei in der Reihe und ziehe mit Michaela gleich. Was brauche ich jetzt noch? Ich brauche noch das. Von daher, ich würde jetzt einfach mal hier reingehen. Das darf ich ja, weil das hier ein Pflanzenplättchen ist, noch ein Feld weiterziehen. Ich gehe mal hier hin. Das heißt, ich habe einmal, oben stelle ich einmal ein Feuer. Da entsprechend Feuer. Und was ist es noch? Gecko. Dann ist es der Gecko. Ne? Dann stelle ich hier unten einmal den Gecko ein. Und es ist Wüste. Wüste? Also Sand? Es ist Sand. Wo kommt denn der her? Ich weiß auch nicht. Ich wollte eigentlich Gebirge haben. Das ist aber schade. So, dann komme ich hier bei... da einen hoch und ja. Platz in der Reihe. Nur ein, also bekomme ich also nur einen Punkt. Ich wollte eigentlich ganz gerne die Marker gleichmäßig hochbringen, damit ich jetzt natürlich entsprechend dann mehr Punkte bekomme. Dass da jetzt Wüste ist, war natürlich nicht so eingeplant. Also, schade eigentlich. Ich gehe einmal von hier aus da rein und gehe... Die Spannung steigt. Ich gehe dahin. Okay. So, das heißt, ich habe oben den Mond, den Halbmond. So, und dann habe ich auch den Gecko und zack, ha. Auch Wüste. Ja, aber bei mir war es der Plan. Ach, bei dir war es der Plan. Das heißt, Christian kommt jetzt hier bei Wüste ein hoch. Jetzt hat er alle vier Scheiben auf einer Höhe. Das heißt, er bekommt in Summe... Vier Punkte, das war jetzt nicht so nett. So, ich mache jetzt mal den letzten, lasse ich draußen. Ich laufe jetzt einfach mal mit dem hier. Der darf ja darüber laufen, geh mal dahin. Das heißt, ich mache jetzt hier einmal, das ist der Regenbogen und das ist wieder der Gecko. Und dann schaue ich mal, das ist Grasland hier. Interessant. Das heißt, ich komme jetzt hier bei Grasland ein hoch, habe zwei Scheiben auf der gleichen Stufe und bekomme einmal zwei Punkte. So, ich gehe einmal nach da und habe dann oben einmal Hanf.
Pflanze. Eine Pflanze. Ja, Hanf ist auch eine Pflanze. Und ein Lama. Und es ist Gras. Grasland. Das heißt, du kommst bei Gras ein hoch und bekommst dann einmal einen Punkt. Jetzt sieht man hier schon, das ist jetzt ja hier eine Vierer-Region. Also das könnte jetzt hier Schluss sein, aber es könnte auch noch eine Fünfer-Region werden. Das weiß man halt nicht. Dann gucken wir doch mal. Dann gehe ich doch mal mit dem hier. Nö, ich gehe mal mit dem. Ich gehe mal mit dem dahin und stelle hier oben mal wieder den Regenbogen ein. Regenbogen und was ist es noch? Das Lama, ne? Mhm. Regenbogen und Lama. Das ist einmal Grasland. Okay, dann muss das ja schon mal zusammengehören. Also das hier muss zusammengehören, weil gleiche Regionen ja niemals zueinander benachbart sein können. Das heißt, das muss hier irgendwie die Fünferregion sein, weil hier auch ein Fünferplättchen liegt. Muss auf jeden Fall 5 groß sein. Hast du mich hier schon einen abgeschoben? Dann kriege ich bei Gras und dann habe ich leider, genau, eigentlich hätte ich das ein bisschen anders taktischer spielen müssen, aber das gelingt mir nicht immer. Passiert, passiert. Hey, das kann doch mal passieren. Mhm. Ich gehe einfach mal zack, zack. Mhm. Und dann gucken wir mal, das heißt einmal Sonne. Mhm. Wups. Und einmal, was haben wir denn da? Ach, das Lama. Das Lama. Gras. Mhm. So, okay. Einmal bitte bei Gras hochschieben. Du kommst bei Gras ein hoch und bekommst dann dafür einen Punkt. Ist auch nicht so viel besser. Nee, das habe ich auch seitdem nicht gemacht. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Ich gehe einmal dahin. Das heißt, das ist einmal der Regenbogen hier oben. Und das ist da einmal die Schlange. Deckungsfenster. Das ist einmal Wüste, bitte. Klar. Ja. Das heißt, ich komme hier bei Wüste ein hoch und bekomme bitte 2 Punkte, weil ich dann 2 Scheiben auf der gleichen Höhe habe. Okay, das ist ja schon mal interessant, das Fenster wieder zumachen. Das ist sogar sehr interessant, das hätte ich jetzt so nicht erwartet, ehrlich gesagt. Von daher gehe ich einmal nach da. Mhm. Und das ist einmal Wolke und dann haben wir den Gecko da. Mhm. Ups, das ist Gras. Das ist Gras. Das ist perfekt. Das ist perfekt und das sieht man schon. Man kann auch anhand dieser Plättchen jetzt sehen. Es gibt nur noch ein Grasplättchen. Also entweder das wird noch eine Fünferregion hier oder es gibt irgendwo nachher noch ein einzelnes Grasplättchen. Jetzt kommst du aber erst mal bei Gras ein hoch und dafür bekommst du einen Punkt. Das hast du aber auch nicht gerade gleichmäßig gemacht. Doch, habe ich. Werde ich dir gleich zeigen. Du wirst mir das... Oh, das ist aber ganz übel. Du stehst da schon wieder auf dem super Punkt. Christian kann nämlich gleich eine Weissagung machen. Könnte das ist machen, ja. Könnte man machen. Man könnte es auch lassen, ne? Das ist aber jetzt nicht so nett, dass du da stehst. Okay, ich gehe mal... Nö, brauche ich ja nicht. Ich kann mit dem hier, ich darf über das Pflanzenplättchen hinwegziehen, gehe ich dahin. Dann habe ich oben einmal die Pflanze. Wo ist sie denn? Da ist die Pflanze. Und das ist dann einmal der Adler, den stelle ich da ein. Und das ist einmal bitte Gebirge. Das heißt, ich komme hier einmal bei Gebirge hoch. Jetzt habe ich da die beiden auf einer Stufe, nachdem ich ihn hochgesetzt habe. Von daher bekomme ich 2 Punkte. Und, möchtest du jetzt eine Weissagung machen? Ich will ja erstmal... Du bleibst ja erstmal sicher sitzen, ne? Ja, den habe ich ja safe. Den hast du safe, passiert ja. Da passiert gar nichts mehr. Das ist wohl wahr. So, und einmal Lama und Sand. Da ist auch Sand. Okay. So, das heißt, ich komme bei Sand ein hoch. Da habe ich sonst nichts. Das heißt, ich kriege einen Punkt. Okay. Dann gehe ich einfach mal mit meinem letzten hier hin und mache einmal die Pflanze, habe ich dann einmal und einmal die Schildi. Und da kommt bitte einmal Gebirge hin. Dann komme ich bei Gebirge einen hoch und bekomme dann einen Punkt. Weil dann nur einer auf der Höhe ist. Das ist aber schon mal schade. So, ich nehme hier den einen, den ich noch übrig hatte und gehe von der Seite aus auf dieses Feld. Da ist jetzt noch nichts drauf, das heißt, da endet einfach meine Bewegung. Ich kriege auch hier keinen Punkt, weil ich ja nichts Neues aufdecke. Und Michaela ist dran. Und da musst du ja auch stoppen. Und ich bin dran. Dann mache ich doch nochmal mit der Entdeckung ein bisschen weiter. Ich kann ja zum Beispiel mit dem hier, könnte ich ja wieder dahin gehen. Oder ich kann ja auch meine eigene Figur, ich darf dann ja auch die Richtung ändern. Hier darf ich nicht weiter, da blockiert mich Christian. Ich gehe mal dahin und ich mache mal da, das ist oben die Wolke. Wolke und das Lama, ne? Gucken wir doch mal ganz kurz. Das ist bitte Gebirge. Oh, wo kommt denn der? Das ist aber gut, weil dann komme ich jetzt hier bei Gebirge ein hoch und bekomme insgesamt 3 Punkte, bitte.
Gut, ich mache mal Weissagung. Und zwar, ich starte hier. Ich möchte ganz gern, wir stellen die mal hoch, damit wir wissen, welcher das ist. Genau, vielleicht einmal ganz kurz. Bei einer Weissagung ist es so, die andere Person oder eine andere Person, wenn ihr mit mehreren spielt, nimmt dann halt dieses Pacha-Mama-Rad. Und jetzt wählt der Spieler, der das macht, eine seiner Figuren aus und gibt dann eine Vermutung ab. Und bei einer Weissagung kann man immer für jede Figur, die auf einem Bodenplättchen steht, wo noch kein Pflanzenplättchen ist, kann man jetzt eine Weissagung machen. Das heißt, Christian könnte jetzt insgesamt fünf Weissagungen sogar machen, aber eine Weissagung zur Zeit. Egal, ob er sie richtig oder falsch macht, es kommt auf jeden Fall das Pflanzenplättchen dahin. Wenn er die Weissagung richtig macht, bekommt er die Punkte gut geschrieben und darf sich auch den Gabenmarker nehmen dazu. Wenn er die Weissagung falsch macht, bekommt er die Punkte abgezogen von dem Pflanzenmarker, der da hingelegt wird. Und dann ist auch seine Weissagungsphase zu Ende. Und dann bekommt er natürlich auch keinen Gabenmarker dann dafür. So sieht das Wo aus. fängst Ich du denn sag mal, an? ich fange mit dem, den ich hingestellt habe. Das ist eine 4. Ja, das ist eine 4. Das war klar. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, Genau, warum? wir sagen ja hier, das ist ja dieses eine grüne, diese eine grüne Region und der ist ja schon mal draufgelegt worden. So, das heißt, ich habe hier diese 4 Felder frei und wir haben ja gesagt, diese Pflanzplättchen Pflanzenmarker. dürfen nicht orthogonal oder eben auch nicht diagonal aneinander liegen. Das heißt, alles um diese 4 herum kann keine 4 sein. Und da dieses Fünferplättchen oder diese Fünferregion hier beim Fünfer schon abgedeckt ist, die dürfen alle keine 4 sein. Wegen dem kann nur das die 4 sein. Genau, das heißt, ich stelle jetzt genauso beim Erkunden jetzt oben das rote Symbol ein, also für das Element, in dem Moment dann Wind oder Wolke. Und dann haben wir hier einmal, welches Plättchen machst du jetzt? Das da. Wann hast du den hingelegt? Weil ich damit zeigen, wir haben alle hingelegt und der steht, das ist der, den ich Ah, jetzt gerade also weiß das ist den sage. Gecko. So, und jetzt kommt halt das Weissagungsfenster zum Tragen. Jetzt machen wir das auf und oh Wunder, das ist eine 4. Wie gesagt, egal ob Christian das Recht hat oder nicht, es wird immer das Pflanzenplättchen da hingelegt. Christian hat jetzt Recht, das heißt, dafür bekommt er jetzt 4 Punkte. Hätte er jetzt gesagt, das ist eine 3, dann wäre das Dreierplättchen dahingelegt worden und Christian hätte entsprechend der Stufe des Pflanzenplättchens, in dem man dran 3 Minuspunkte bekommen und dann wäre auch sein Zug sofort zu Ende. Jetzt war es aber richtig, jetzt bekommt er auch noch den Gabenmarker. Wichtig, man darf von jeder Gabenmarkerart maximal einen haben. Das heißt, sagt er jetzt noch irgendwo eine 4 voraus, darf er sich nicht noch einen zweiten Gabenmarker nehmen. Jetzt darf er halt für jede Figur, die er hier hat, weil diese Weissagung erfolgreich war, weitere Weissagungen machen. Er kann jederzeit stoppen oder auch wenn er eine falsche Weissagung macht, dann muss er seine Weissagung beenden. Machst du noch eine weitere Weissagung? Oh, ich zock einfach mal. Das geht natürlich auch. Also man kann einfach mal zocken. Ich sage einfach mal, hier ist eine 3. Dann stellen wir da oben doch mal den Regenbogen ein. Regenbogen und auch den Gecko. Und dann gucken wir doch mal. Nein, das ist falsch. Das ist eine 2. Das Damen heißt, und der Herren. Pflanzenmarker kommt jetzt dahin und Christian bekommt jetzt entsprechend der Stufe des Pflanzenmarkers, das ist ein Zweierplättchen, 2 Punkte Genau. Den abgezogen. Marker kriege ich auch nicht und mein Spielzug ist damit sofort beendet. Genau, weitere Weissagungen darf Christian dann nicht mehr machen. Na, das war ja sehr erfolgreich. So, ich ziehe mal mit dem hier dahin. Das heißt, ich mache hier einmal oben, ich erkunde also wieder. Ich mache einmal den Stern und einmal das Lama. Dann bin ich jetzt ja beim Erkunden. Das heißt, ich muss das Erkundungsfenster öffnen. Das ist einmal Sand. Das heißt, ich komme hier ein hoch. Ich habe da leider nur einen auf der Stufe. Das heißt, ich bekomme einen Siegpunkt. Und das war dann schon wieder mein Zug. Ich gehe von dem über das Feld und dahin. Ich darf ja entsprechend die Richtung ändern. Ist ja alles orthogonal beieinander. Das heißt, ich will mal schauen, was da so Phase ist. Und mache einmal eine Wolke und mache einmal einen Falken. Und Erde. Was für eine Überraschung. Das heißt, du kommst bei Erde ein hoch, hast da zwei Marker danach auf der gleichen Stufe und bekommst dann 2 Punkte. Okay. Was man auch machen kann, wenn man erkundet, man darf natürlich dann auch eine Figur runternehmen. Das heißt, ich könnte jetzt auch sagen, ich nehme diese Spielfigur vom Spielplan runter und lege sie hin. Das wäre dann aber mein kompletter Zug und damit wäre mein Zug dann zu Ende. Das geht auch noch als mögliche Aktion bei der Erkundung. Aber das mache ich jetzt nicht, sondern ich gehe mal hier hin. Ich mache mal hier oben, ist das dann ja das Blatt. Das habe ich hier eingestellt und dann ist es noch die Schlange. Dann machen wir mal auf, das ist Gebirge. Zack, komme ich bei Gebirge einen hoch, habe dann hier zwei auf einer Stufe, bekomme 2 Punkte und Christian ist schon wieder dran. Und sobald, wir hatten ja schon gesagt, sobald das letzte Bodenplättchen gelegt wird, macht der Spieler seinen Spielzug
zu Ende und danach kann beginnt mit dem Spieler, der das Bodenplättchen gelegt hat, das letzte, darf man dann noch Weissagung machen für Felder, wo man mit seiner Spielfigur steht, wo halt noch kein Pflanzenplättchen drauf ist und das dann halt immer abwechselnd. Das heißt, jeder macht eine Weissagung, bis man passt. Wenn man passt in dem Moment, ist man komplett raus aus dem Spiel. Oder wenn man jetzt ungewollt passt, wenn man das Falsche macht, ist man dann auch raus aus dem Spiel. Ich gehe einmal dahin und du bist dran. Oh, was hast du denn da unten vor? Lösen. Okay, das sehe ich. Lösen. Ja, das sehe ich. Aber das könnte auch noch ein Fünferfeld werden, ne? Das müsste kein Einerfeld werden. Das muss ein Fünferfeld sein. Das muss ein Fünferfeld sein. Nur mal so. Es ist ja nur ein Probespiel. Warum muss das? Das kann auch hier noch. Da kann auch noch ein Sand hinkommen. Ja. Warum kann da kein Sand hinkommen? Erkläre ich gleich, wenn ich löse. Ah, Angeber. Sag nur, wie es ist. Ja, du sagst nur, wie es ist. Das brauche ich denn. Wo möchte ich denn gerne mit gleich tun? Ich könnte noch mal das gebrauchen. Von daher, ich gehe mal mit meinem hier hin. Das heißt, ich mache noch mal wieder, ich stehe hier oben schon bei Pflanze. Dann machen wir da noch mal einen Gecko hin. Oh, das ist noch mal Gebirge. Oh. Mhm. Ich dachte eigentlich auch, das wäre was anderes. Das heißt, ich komme hier einen hoch und bekomme dann dafür nur einen Punkt. So, erkunden oder weissagen? Ich will erst nur einen bewegen. Ich gehe einmal dahin. Okay. Und dann haben wir oben einmal den Halbmond. Mhm. Und einmal den Vogel. Mhm. Und das ist nochmal Erde. Okay, dann kommst du bei Erde nochmal einen hoch. Das ist hier. Da hast du danach nur einen in der entsprechenden Reihe oder Zeile. Und von daher bekommst du dafür nur einen Punkt. Jetzt hast du deine Leute alle strategisch. Hast du nicht gerade gesagt, das kann kein Fünferfeld werden? Ich habe gesagt, du hast gesagt, das kann kein Fünferfeld sein. Ich habe gesagt, das ist ein Fünferfeld. Nee, ich habe gesagt, das kann auch noch ein Fünferfeld werden. Du hast gesagt, das kann es nicht werden. Wir spulen das mal zurück, alle, die zugucken. Das wird ein Fünferfeld. Das ist ja nicht die Leute da drauf platziert. So, ja, dann gehe ich mal hier hin. Das heißt, ich möchte einmal Welle haben. Das war der Plan. Das ist einmal Welle und einmal Schlange. Und das ist einmal Grasland, ja, hier. Das letzte Grasland. Ich komme da ein hoch und bekomme einmal zwei. Boah, bist du schon weit vorne. Da muss ich jetzt ja erstmal lösen. Jetzt ich, machst du Weissagung? Jetzt mache ich Weissagung. Richtig, genau. Das heißt, Christian kann jetzt mit jeder seiner Figuren, die auf einem Bodenplättchen liegen, wo noch kein Pflanzenplättchen drauf ist, nacheinander eine Weissagung versuchen. Und zwar hier sage ich, es ist eine 2. Das ist einmal der Mond. Mit dem Vogel. Mit dem Vogel, okay. Mond und Vogel haben wir eingestellt und das ist eine 2, ist das richtig? Das heißt, Christian bekommt jetzt einmal die Punkte des Plättchens, das sind nämlich hier Pflanzenstufe 2, 2 Punkte und er bekommt auch den Gartenmarker, den grünen, weil er den noch nicht hat. Okay, und dann möchtest du weiter lösen, er darf jetzt ja mit jeder Figur weiter lösen. Ja, ich möchte weiter lösen. Ich sage, das ist eine 5. Die Wolke und nochmal der Adler, ne? Das ist eine 5, sagst du? Sag ich einfach mal. Das ist eine 5, das ist richtig. Ich muss irgendwie auf Punkte kommen. Das heißt, Christian bekommt jetzt, das ist ein Stufe 5 Plättchen hier, dieses Pflanzenplättchen. Das heißt, Christian bekommt 5 Punkte. Und da er den Gabenmarker noch nicht hat, bekommt er auch den Gabenmarker. Und dann sage ich, das ist eine 3. Naja gut, das ist ja nur, kann ja nicht mehr anders sein. Wir machen es aber trotzdem. Das ist oben einmal die Sonne und dann ist es nochmal der Adler. Und ja, es ist eine 3. Christian bekommt nochmal die Punkte entsprechend der Pflanzenstufe. Das ist hier eine Chili-Pflanze, Dreier Plättchen, bekommt also 3 Punkte. Und weil er den roten Gabenmarker noch nicht hatte, bekommt er den auch noch. So, ganz kurz vielleicht zur Erklärung, falls jemand wissen will, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe jetzt erst hier die 2 gemacht. Diese drei Felder, oder andersrum, hier ist ja schon eine 2 und 2 an 2 darf ja nicht dran sein. Das heißt, diese drei Felder hier konnten keine 2 sein, blieb also nur noch dieses hier übrig. Dann hatte ich ja noch die 2 Felder zur Auswahl und da habe ich ein bisschen gezockt, weil ich mir dachte, das ist ja hier eine 3. Das heißt, hier darf keine 3 sein, das ist ja maximal ein Fünferfeld, also da oder da, vielleicht ist es auch nur ein Viererfeld. Wenn da die 3 ist, dann kann die 3 hier nicht sein, also muss sie da sein, deshalb muss das die 5 sein. Das war eine 50-50-Geschichte, also ich, so der Logiktyp bin ich nicht und bei 50-50, da kann ich immer gut mit leben, von daher passte das ausnahmsweise, kann man aber auch voll daneben liegen. Und jetzt ist ja Ende meines Zuges, ich könnte jetzt noch hier was weiß sagen, ich will jetzt nicht raten sagen, von daher höre ich auf, aber ich habe jetzt hier 4 verschiedene und für 4 verschiedene kriege ich nochmal 6 Punkte und die gehen dann ganz normal wieder zurück. Das heißt, bei der nächsten Weissagung, die positiv ist, bekomme ich wieder neue Plättchen und kann die gegebenenfalls später wieder
einlösen. Genau, und diese Marker, wenn man die halt vor sich ausliegen hat, diese Gabenmarker, man kann die immer am Ende seiner Kundenaktion abgeben oder am Ende einer erfolgreichen Weissagung kann man die halt in Punkte letztendlich dann umtauschen. Genau, und so würden wir jetzt halt so lange weiterspielen, wie gesagt, bis hier das letzte Feld mit einem Bodenplättchen belegt ist. Das heißt, alle Felder sind mit Bodenplättchen belegt. Dann darf anschließend im Uhrzeigersinn alle beginnt mit dem Spieler, der das Spiel an der ausgelöst hat, immer noch genau eine Weissagung mit einer Figur machen, die noch auf einem Bodenplättchen liegt, wo noch kein Pflanzenplättchen drauf ist. Man kann aber auch passen, dann ist man aber auch komplett raus aus dem Spiel. Wenn man eine erfolgreiche Weissagung macht, kann man halt, wenn man danach wieder dran ist, weil man ja immer nur eine machen darf, dann der nächste Spieler und so weiter, dann kann man, wenn man wieder dran ist, die nächste Weissagung machen. Und jede Weissagung am Spielende bringt genauso Punkte wie jetzt. Das heißt, wenn ich jetzt hier richtig Weissagen würde, wir tun jetzt mal so, ich weiß es nicht, ich tue jetzt einfach mal so, als wenn das eine 3 wäre. Und wenn es am Spielende und ich hätte gesagt, das ist eine 3, würde ich hier entsprechend der Stufe des Pflanzenplättchens 3 Punkte bekommen, dürfte mir den Gabenmarker nehmen, sofern ich den noch nicht hatte. Genau, und wenn alle dann mit ihren Weissagungen durch sind und gewollt oder ungewollt gepasst haben, dann darf man nachher am Ende auch nochmal ein letztes Mal Pachamama Gaben da bringen. Das heißt, man kann seine Gabenmarker nochmal in Siegpunkte umtauschen. Und wer dann die meisten Siegpunkte gesammelt hat, bei einem Gleichstand gewinnt der dann von den Beteiligten. Wer insgesamt mehr Stufen hier auf der Vielfaltstafel vorgerückt ist, gibt es dann immer noch einen Gleichstand, teilen sich die daran Beteiligten den Sieg. Ja, so funktioniert Tiwanaku. Und ich würde mal sagen, dann können wir mal zu unserem Fazit kommen. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Ganz kurz, kleine Ergänzung. Es gibt das noch einmal als kooperatives Spiel und es gibt auch einen Solo-Modus. Kooperativ haben wir nicht gemacht, mag ich ja nicht so. Und Solo habe ich nicht gemacht. Hast du Solo Nein, habe ich gespielt? auch nicht Okay, Solo also von ausprobiert. daher haben wir nicht gespielt, von daher gibt es da auch keine Bewertung dazu, keine Meinung dazu. Ja, ein Logikspiel bedeutet ja immer eine gewisse Downtime. Was, wenn ich mich für so ein Spiel entscheide, ja auch vollkommen in Ordnung ist. Problem ist, es kann mal so Situationen aufkommen, wo einem selber genau klar ist, also angenommen, so wie eben gerade, ich habe meine Leute positioniert und ich weiß, Angeber. bilde mir ein zu wissen, was unter den einzelnen Plättchen an Zahlen halt eben kommt. Und wenn Michaela davor, bevor ich quasi lösen möchte, an einer Stelle ist und eben ab durchrechnen muss, logikmäßig, was sie denn machen will, will sie jetzt erkunden oder will sie weissagen, wenn sie weissagt, was sie eine Zahl möchte sie nehmen, dann kann das natürlich dazu führen, dass sie wirklich voll konzentriert dabei ist und ich eben nichts machen kann und auch nicht nachdenken kann, weil ich mir ja merken muss, welche will ich denn jetzt gerade lösen. Und das führt manchmal echt zu Downtime, die ein bisschen unangenehm ist, sage ich einfach mal. Die fühlt sich nicht so schön an. Also wenn wir beide rätseln, geht das, dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung, aber so dieses Warten, so, ich bin soweit, ich weiß genau, was ich möchte, lass mich einfach nur meinen Zug machen, danach kannst du viel nachdenken, wie du willst, weil dann habe ich ja meine Figuren da positioniert, ich habe es gelöst und dann will ich die ja irgendwo anders wieder hin tun. Das hat mich an ein, zwei Abenden ein bisschen gestört, muss ich einfach sagen. Es ist auch so nach einem langen Arbeitstag, 10 Stunden, ist das kein Spiel für mich, weil da ist mein Schädel irgendwie dicht, da kann ich nicht mehr logisch denken. Und man hat ja auch hier gesehen, man kann auch durch Raten sinnvolles Raten, sag ich mal. Bei so einer 50-50-Chance kann man natürlich schön Punkte machen. Das hat jetzt hier das eine Mal schön funktioniert. Man kann damit aber auch voll daneben liegen. Und ich bin nun mal ein bisschen eher der Zocker. Und es gab Situationen, wo ich wirklich, da hatten wir schon mehr als Du die hast Hälfte die aufgedeckt. Fünfer, nee, ich glaube, so viel waren noch gar nicht. Aber du hast am Anfang, ich glaube, gerade im ersten Spiel hast du, glaube ich, sogar 2 Fünfer oder so falsch. Also du hast geraten, dass da irgendwas anderes ist und dann kamen dann Ja, genau. Aber das Fünferplättchen. erste Spiel zählt auch nicht, weil da hatte ich das nicht drauf, dass auch die Zahlenplättchen diagonal nicht zueinander benachbart sein können. Das hatte ich irgendwie nicht mitgeschnitten gehabt. Egal, also von daher, man kann zocken, man kann da voll daneben liegen. Ist halt eben 50-50. Und es gab auch Situationen, gefühlt, da hatten wir schon sehr viel aufgedeckt und ohne dass ich dann was gezockt hätte, hätten wir echt alles aufgedeckt und wären trotzdem vielleicht nicht weitergekommen. Da hatte ich dann irgendwie keinen Bock drauf. Und da habe ich einfach gesagt, das ist eine 3. Und dann bin ich eben ein bisschen vorsichtig rangegangen, wenn ich mich da verzock. Also ich habe dann eher Felder genommen, wo ich wusste, es ist keine 4, keine 5. Im schlimmsten Fall kassierst du eben 3 Minuspunkte. Was soll's, aber das Spiel geht voran. Also von daher, Downtime, ist ein Logikspiel, muss man auf alle Fälle mit einkalkulieren. Macht ja auch Spaß, das Nachdenken, aber es ist teilweise auch echt so, dass man so Ketten aufbaut. Also dass man denkt so, okay, das kann das und das nicht sein. Wenn das jetzt das wäre, gehe ich 2 Regionen weiter, dann kann es das eventuell sein, und dann gehe ich noch eine 3. Region weiter. Und dann eben denkst du, okay, wie habe ich jetzt nochmal angefangen und fängst wieder von vorne an. Und dafür waren dann die Sichtschirme gar nicht mehr schlecht, weil Michaela hat im letzten Spiel auch gut genutzt, hat sich nämlich aufgeschrieben, was ich sonst versuche im Kopf zu Wobei ich behalten, nicht weiß, ob damit man ich. das darf, aber es steht
in der Anleitung nicht drin, dass man es nicht darf, weil ich finde es jetzt nicht schlimm. Am Anfang haben wir uns auch gefragt, wofür sind die Sichtschirme da, bis ich dann geguckt habe, es gibt auch noch eine kooperative Variante und dafür soll man sie dann benutzen. Also man kann sie auch in dem Gegeneinander-Modus das auch spielen. Da macht es dann eben, dass eben kein anderer das sehen kann, was für Skizzen man sich gemacht hat. Zum Merken, ne? Ist ja auch in Ordnung. Welches Plättchen sein, weil teilweise hat man eben diese im Zwei-Personen-Spiel 5 Figuren positioniert und irgendwann so, ich wusste genau, was für eine Zahl das ist. Aber man hat es dann echt vergessen, weil man mittlerweile schon 3 andere Figuren ausgerechnet hat. Von daher vollkommen legitim. Ja, es ein schönes Deduktionsspiel, macht Spaß. Von der Optik her, also dieser Typ, der da auf diesem Plan ist, der hat ist keine hier, Augen. Ne, würde ich sagen, ne? Ja, weiß nicht, hat er da auch keinen Mund? Nee. Er hat auch keinen Mund da. Das sieht, weiß ich nicht, ist nicht so ganz mein Stil, aber Herrgott. Ansonsten ist es relativ groß und übersichtlich, das kriegt man alles gut hin. Mit den Farben hatten wir jetzt auch keine Probleme, so dieses Grün, das Blau, das Braun, das. Das ist grau, nicht blau. Gelb, sage ich mal. Bis auf halt im Gebirge, da bin ich eher der Meinung, es ist blau-grau und Michaela ist der Meinung, es ist grau, aber ey, also auch, weil da eben auch Symbole drauf sind, dann das kriegt man auseinander, das funktioniert. Mir macht Spaß, ich mag sowas gerne, wie gesagt, nicht nach einem langen Arbeitstag, aber mal so, weil die Regeln auch, wenn man sie einmal verstanden hat, wirklich eingängig sind und da ist es schon eine schöne Battle, so, wer kann das besser ableiten und es ist auch sehr ausgeglichen bei uns gewesen, also es war jetzt nicht so, dass Michaela jedes Spiel gewonnen hat oder ich habe jedes Spiel gewonnen, das war wirklich mal sie, mal ich deutlich, weil ich eben beim Zocken mehr Glück hatte schlussendlich. Von daher, gutes Spiel, 7 Punkte von meiner Seite. Okay, ich fange mal mit der Anleitung an. Ich finde auch, die ist gut geschrieben, auch gut bebildert. Also was ich am Anfang ein bisschen schade fand, hier mit dem Rad, da hätte vielleicht nochmal draufstehen können, Achtung, ihr müsst das Gewinde drehen. Da ist ein Gewinde, weil wir waren am Anfang dabei, haben gezogen und gezerrt und das kann man natürlich, möchte man nicht kaputt machen. Und das ist auch sehr schön, muss ich kurz mal wieder unterbrechen. Also das ist wirklich von der Haptik her, diese Scheibe, wo man das einstellt, ist eine coole Geschichte. Ja, und dann muss man halt auch noch gucken, was mir ja gerade eben auch wieder passiert ist. Hier sind halt so 2 Schlitze, wo man das reinschieben könnte. Ich habe am Anfang immer reinigt. Ich will es ja auch nicht kaputt machen und dann passte das da nicht rein. Weil wie soll das? Ich hatte das hier in der Mitte schon raus. Das mal vorweg, dass es da nicht reingeht, ist mir schon klar. Aber das Gewinde hatten wir schon raus und dann gibt es hier halt so 2 Schlitze und es hat, wenn man das so reinschiebt, eher den 2. Schlitz gewählt, wo es aber gar nicht rein soll. Jetzt Christian gegeben und danach habe ich dann auch gesehen, okay, ihr müsst es hier halt zwischen den 1. und den 2. Lappen quasi mal schieben. Und das finde ich ist auch eine total tolle haptische Sache. Und dann, was ich auch ganz spannend finde, das Spiel hat ja eigentlich so 2 Phasen. Erstmal so die Erkundungsphase, das heißt, wir wollen ja erstmal so erkunden, welche Bodenplättchen tauchen wo auch. Und auch das ist ja schon so ein bisschen strategisch, weil man bekommt ja Punkte, wenn man die Scheiben hier auf dieser Vielfaltsleiste nach oben schiebt, je nachdem, wie viel dann nach dem Verschieben, also wie viele eigene Scheiben auf der gleichen, ich sag mal, Zeile oder auf der gleichen Stufe dann sind. Und so möchte man eigentlich in der ersten Phase möglichst so erkunden, dass man die Stufen gleichmäßig nach oben kommt und damit möglichst 4 Punkte hat und dann. Genau. Das finde ich auch schon mal schön. Am Anfang habe ich gedacht, so nah, ob dieses Erkunden nicht eher so das Langweiligere ist, aber dadurch kriegt das auch so einen kleinen Schmackes noch mit rein. Wettlauf. Genau, und dann halt nachher letztendlich dieses Weissagen und da muss man nachher wirklich über den gesamten Spielplan denken. Man muss dann überlegen, okay, hier liegt die 5. Es darf ja jedes Landschaftsplättchen, also jedes Pflanzenplättchen kommt in jeder Region nur einmal vor. Die Pflanzenplättchen gleiche dürfen weder orthogonal noch diagonal zu benachbart sein. Und dann fängt man an, okay, da ist die 3. Das heißt, da kann die 3 nicht sein. Dann kann sie beim nächsten da auch nicht sein. Also könnte sie beim übernächsten vielleicht da sein. Also man muss wirklich über den kompletten Spielplan dann so ein bisschen logisch denken. Und das macht echt total viel Spaß. Ist auch echt mal was komplett anderes. Thematisch überhaupt nicht. Hier ist er so ein bisschen drauf mit Mutter Natur, Parcher Mama, leitet das Volk der, ich kann es leider nicht aussprechen, der Kekwa auf der Suche nach fruchtbarem Land. Nein, das habe ich nicht gefühlt. Also ich habe mich jetzt nicht hier so gefühlt, als wenn ich jetzt erstmal den Boden entdecke und dann gucke, was möchte Parcher Mama von uns, dass wir dann darauf pflanzen, habe ich nicht gefühlt. Also von daher ist für mich ein komplett abstraktes Spiel, wo halt ein Thema dazugepackt worden ist. Ist ja auch in Ordnung, weil ein Thema muss ein Spiel auch immer haben, aber von daher komplett abstrakt für mich. Und wir haben es zu viert und zu zweit gespielt und ich muss sagen, und wir haben bisher auch immer nur den großen Plan gespielt, diesen mit den 45 Feldern. Es hat sowohl in der 2er-Variante als auch in der 4er-Variante total gut geklappt. Zu viert passiert natürlich viel mehr und dann dauert es auch wieder länger, bis man dran ist. Und man muss auch darauf achten, das haben wir nämlich im ersten oder zweiten Spiel vergessen. Wir hatten nachher damals zu zweit gespielt und Christian war in eine Ecke gelaufen, ich stand in der anderen Ecke. Und dann hatte Christian seine Figuren so platziert, dass ich nicht mehr reinkam in dieses letzte Gebiet. Weil man darf ja nicht über fremde Figuren hinweggehen. Und da hatten wir halt vergessen,
ganz am Anfang, dass es ja noch die Möglichkeit gibt, eine Figur vom Spielplan runterzunehmen. Ist aber ein toter Zug. Und das ist ein toter Zug, aber dadurch kann man die Figur wieder irgendwo ins Spiel bringen, wo man nachher vielleicht noch Punkte machen kann. Das hatte ich auch nicht mehr, deshalb habe ich sie ja in die Ecke gedrängt, dass sie da nicht mehr rauskam. Ja, das war klar, genau. Und man versucht natürlich auch bei diesen Gebieten, wenn man nachher so ein bisschen raus hat, wo die Zahlen sind, dann versucht man natürlich, bevor man eine Weissagung macht, auch seine Figuren erstmal so strategisch zu platzieren, dass man möglichst viele Weissagungen macht. Aber natürlich dann auch Weissagen, die möglichst viele Punkte bringen, ne? Nicht unbedingt die Einerplättchen und so weiter. Und das ist wirklich ein total schönes Spiel, macht mir richtig viel Spaß, wie Christian schon gesagt hat. Es hat halt manchmal eine gewisse Downtime, gerade wenn man auch zwischendurch, wir haben auch zwei Kinder, wenn die dann zwischendurch reinkommen und nochmal was fragen oder noch was erzählen. Ja, raus. Okay, fangen wir von vorne an. Und noch eine kurze Sache, und zwar strategisch spielen. Das Spielende ist auch sehr interessant, ja, finde ich, weil wir hatten auch schon Situationen, da war ich eben so gefühlt 10 Punkte irgendwie vorne weg und dann habe ich eben Gas gegeben beim Dichtmachen, dass eben viele, dass Boden es eben Plättchen. Vorbei ist, damit sie diese 10 Punkte auch über irgendwas dann nicht mehr einholen kann. Das kann man auch als schön. So kann man das auch machen, genau, das wollte ich auch gerade noch zu kommen, also weil das ist letztendlich so, ist immer so ein bisschen die Krux, weil man möchte letztendlich gucken, man braucht ja die Bodenplättchen, um nachher auch weiter voranzukommen und zu gucken, wo liegen welche Pflanzenplättchen, aber wenn das nachher zu wenig offene Sachen noch sind und der Spieler, der dann vorne liegt, vielleicht nur noch ein, zwei Bodenplättchen dann, ich sag mal, entdecken oder erkunden muss, um dann dicht zu machen, damit kann man, wie Christian schon sagt, natürlich auch strategisch spielen, weil wenn ich dann vorne liege in dem Moment, ist mir es auch egal, wobei es kann ja nach dem Spielende jeder immer Reihe um noch eine Weissagung machen. Und wenn die anderen dann nachher noch erfolgreich gute Weissagung machen können, sich plus nochmal einlösen der Gabenplättchen, genau, auch das ist so eine kleine strategische Sache, dass man vielleicht überlegt, es gibt ja insgesamt 5 verschiedene von diesen Pflanzenmarkern, entsprechend auch 5 verschiedene Gabenmarker. Auch da muss man gucken, löse ich jetzt schon ein oder warte ich noch? Welches Plättchen oder welchen Gabenmarker kann ich vielleicht noch bekommen? Weil wenn ich dann das nächste Mal den bekommen würde und ich habe ihn schon, kriege ich ihn halt nicht nochmal. Ja. Ne? Also von daher, also mir macht das Spiel auch richtig viel Spaß. Es sind ja 20 verschiedene Szenarien drin. 5 für den kleinen Spielplan und 15 für den großen. Von daher, es ist vielleicht irgendwo endlich, aber ich muss sagen, also wir haben das Spiel jetzt insgesamt 7-mal gespielt. Oder wir sind jetzt, glaube ich, bei der 7. Also 6 Partien haben wir gespielt, genau. Das wäre jetzt die siebte. Und ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ob ich jetzt noch weiß, wenn wir die erste dann irgendwann in 3-4 Wochen nochmal spielen, dann muss ich mich daran erinnern, wo lagen die Plättchen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber Memory-Spielen ist es schon so, wenn ich 2-mal nacheinander spiele, lag das Plättchen beim letzten Mal da oder lag das beim letzten Mal da? Also, ja, und zur Not kann man auch den Spielplan einfach um 180 Grad drehen, dann sieht man es auf dem Kopf. Das ist ja nicht schlimm, weil man sieht ja alles... vernünftig. Genau. Und dann hat man es auf alle Fälle vergessen. Also von daher würde ich mal behaupten, das wäre für mich dadurch nicht endlich das Spiel. Von daher wäre es für mich kein Abschlag. Also mir macht das Spiel auch richtig viel Spaß, ist ein gutes Spiel und bekommt von mir auch einen Schnaps zum sehr guten Spiel, bekommt von mir 7,5 Punkte. Ja, das ist auch nah beieinander. Okay, das war dann unsere Review zu dem Spiel Tiwanaku. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert. Gebt auch gerne dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss!